zu einem neuen Short Review Review. Lehrertisch, Pickup-Zeit. Womit fange ich an? Mit einem Manga. Killing Byte Nummer 15 aus dem Carlsen Verlag. Noch sealed, weil die Serie ist am 18. Wenn sich die Mensch-Tier-Hybriden bekämpfen, ist es halt ein wenig brutaler. So, geht auch gleich weiter. Eins meiner Fangebiete, da bin ich seit meiner Kindheit Fan. Deswegen darf natürlich nicht fehlen der neueste Fall der drei Fragezeichen und der weiße Leopard Nummer 212. Eigentlich eine ganz wirklich eine coole Geschichte, ich will gar nicht so viel spoilern. Ein Review findet ihr auf shortreview.de, Link ist oben in der Ecke. Aber ich kann euch vorab sagen, ein wunderbarer Gastsprecher ist dabei, und zwar Han Solo oder auch Indiana Jones. Denn Wolfgang Pappel, die deutsche Synchronstimme dieser beiden Figuren, die von Harrison Ford gespielt werden, ist dabei. Es lohnt sich wirklich. Richtig toller Fall. So, ja, dann gehe ich über, ja, es wird ein bisschen durcheinander, muss ich zugeben, weil diesmal ist sehr viel Kleinkram dabei. Es ist nicht so viel, Fertigboxen sozusagen, die ich aus dem Spielzeugladen habe, sondern es ist ein bisschen einzelner, aber ich gehe gleich mit weiteren Highlights, ich gehe mit Games weiter und dann komme ich gleich mit einem PlayStation 5 Highlight, Guardians of the Galaxy. In der schönen Special Edition, ein detailliertes Foto blende ich ein, beziehungsweise das ist ein guter Moment, wo ich sage, ich blende ein. Ich blende neben dem ausführlichen Bild von dieser Special Edition auch noch einige weitere Pickups ein, die ich jetzt hier nicht griffbereit haben konnte. Aber seht selbst. Die PS5 Special Edition von Marvel's Guardians of the Galaxy besteht aus einer mit Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot bebilderten Box in einem Schuber mit Hintergrundbild. Darin befindet sich das Game in einem Steelbook mit gleichem Bild sowie einem interessanten Artbook. Weiter gab es den Director's Cut von Hideo Kojimas Death Stranding auf der PlayStation 5. Die Metroid Dread Special Edition für die Switch ist ein echter Hingucker. Eine tolle Box. Darin befindet sich das Game, ein Steelbook, ein Kartenset mit den Titelmotiven der vorherigen Games sowie ein klasse Artbook. Passend dazu darf das Metroid Dread Amiibo Set nicht fehlen. Von NIS America gab es die NIS Classic Edition Volume 1 mit den beiden Titeln Phantom Brave und Soul Nomade and the World Eaters, zwei JRPGs für die Switch. Eine hübsche Edition mit Soundtrack, Artbook und einem doppelseitigen Acrylaufsteller. Auch von NIS America kommt Disgaea 4 auf der Switch. Gerade wegen diesen tollen Editionen macht sie sich gut in der Sammlung. Diese kommt mit Soundtrack, Artbook, Pins und einem bedruckten Tuch. Selbst die Box ist eindrucksvoll gestaltet. Keine Pickups ohne Lego. Ein Set zum neuen Spider-Man-Movie No Way Home mit Lego Spidey, MJ, Wong und Doctor Strange. Und ich habe auch weitere Games noch für euch, die ich bekommen habe. Was heißt für euch? Die habe ich für mich und meinen Bruder bekommen. Einmal PlayStation 5 Tournament Souls, ein Indie-Game im Stile von Resident Evil und Silent Hill. Also es ist so wirklich Oldschool-Szenario, aber Silent Hill inspiriert, richtig cool. Eine junge Frau besucht ein Hotel und wacht kurz darauf in einer Badewanne auf mit einem Schlauch im Mund und muss feststellen, dass ein Auge von ihr fehlt. Das klingt echt skurril. Das ist richtig spannend gemacht, toll inszeniert, kann ich auch nur empfehlen. Ebenso empfehlen kann ich Lost Judgment, die Fortsetzung von Judgment. Es ist ja ein Ableger aus der Yakuza-Reihe, beziehungsweise gleich im Stil. Es ist so ein Detektiv-Action-Adventure mit vielen Elementen von, auch ein bisschen Rollenspielelementen, aber auch unheimlich viele Minispiele. Es ist alles schön integriert, funktioniert wunderbar, macht tierisch Spaß. Der erste Teil hat mich schon begeistert, weil die Geschichte ist etwas anders. Hier ist ein ehemaliger Lehrer getötet, der angeblich jemanden gemobbt hat. Es geht um Mobbing, also ein bisschen andere Themen, richtig gut ausgearbeitet. Lost Judgment. Nächstes Spiel, ich war auf dem Flohmarkt, gab nicht so viel, was jetzt wirklich interessant ist. Ein paar Teile habe ich jetzt hier, ausgewählte Stücke, habe ein paar Filme gefunden. Ich blende an dieser Stelle mal zwei Bilder ein von dem, was ich alles gefunden habe. Beziehungsweise nachdem ich euch gezeigt habe, was ich jetzt hier speziell für euch habe, blende ich zwei Bilder ein von dem ganzen Flohmarktfund.
Und zwar mitgenommen habe ich auf dem Flohmarkt für 1€ die Schlümpfe. Es ist ein, ja, so ein kleines Minispiel-Sammlungs-Game, die Schlümpfe auf dem Jahrmarkt. Aber ich mag dieses Artwork, ich bin damit aufgewachsen mit PO. Warum nicht einfach mit dem Euro? War jetzt nicht, dass ich jetzt das drum so sehr trauere, sage ich mal so, dass es ein Fehlkauf wäre. Egal wie das Spiel ist, allein das Artwork macht es für mich wieder weg. Ja, dann ein Highlight in meiner Sammlung, ich wollte es schon länger haben. Ich habe es eigentlich immer gescheut, mir zu kaufen auf dem Flohmarkt, auch wenn es jetzt hier im mega guten Zustand ist. Aber ja, ich habe 20€ dafür ausgegeben, das ist der Normalpreis. Aber ich wollte es eigentlich nicht für den Preis ausgeben. Ich habe es mal für 5€ gefunden, aber da war bei Sensibook es komplett verrostet und dann wollte ich nicht haben, auch wenn der Rostlook bei Resident Evil 4 Special Edition Natur ist, aber das ist jetzt im Top-Zustand, alles dabei, das Mini-Lösungsbuch, das Handbuch sieht einfach cool aus. Ich mag das Spiel sehr, bin ja ein Resident Evil Fan, auch wenn ich nicht alles sammle, aber ich mag die Spiele, ich mag die Geschichten dahinter, jedenfalls die klassischen Geschichten. Und ja, ich musste das einfach haben in meiner Sammlung. Die Standardversion habe ich bereits. Und die PlayStation 4-Version ist ja die, die man aktuell spielt, obwohl ich auch gerne die Wii-Version gespielt habe, weil die mal ein bisschen anderen Blickwinkel gesagt hat oder gezeigt hat. Ob ich jetzt die VR-Version spiele, weiß ich nicht. Ich habe die Möglichkeit bekommen, es mal auszuprobieren. Mal sehen, vielleicht mache ich das. Auf jeden Fall ein wunderbares, schönes Schmuckstück in meiner Sammlung. Jetzt blende ich zwei Fotos ein, wo ich ja ein bisschen, ja, es wurden ein paar Games gefunden, das sind viele DVDs bzw. Blu-Rays, alles so ein bisschen auch ein paar Bücher zu sehen. Ihr seht da schon auch schon zwei Bücher drauf, die ich euch jetzt zwischendurch mal zeige. Ich unterbreche so ein bisschen. Und zwar habe ich gefunden Kalle Blomqvist. Kalle Blomqvist, das sind drei Geschichten oder drei Romane von Astrid Lindgren, die ja auch Pippi Langstrumpf und Carsten vom Dach und auch eine ganze Menge geschrieben hat. Und hier sind die drei Romane: Der Meisterdetektiv, Lebt gefährlich, Eva Lotter und Rasmus vereint. Musste ich einfach mal haben. Ist halt ein Stück Kindheit und ja, Bücher sind auch nicht schlecht. Deswegen zeige ich es euch. So, ich will zurück zu Games gehen. Im Endeffekt hat mich dann noch ein Game erreicht. Und zwar eins, was ich sammle. Und zwar die ja, Game Boy Color Version von Baphomets Fluch. Teil 1 ist das. Der Schatten, im Schatten der Templer. Ich bin ein großer Baphomets Fluch Sammler. Ich. Fan der Reihe dieses kleinen, dieses ja, kultigen Adventures aus dem Studio Revolution von Charles Cecil erfunden. Ich blende euch hier, nee, hier kann ich euch den Link nicht einblenden, weil der ist auf meiner Homepage Short Review. Da habe ich Interviews mit Charles Cecil und auch mit der deutschen Stimme von George, von der Hauptfigur und ein, ja, eine schöne Respekt habe ich dem auch gegenüber, aber eine Retrospektive. Also ich betrachte mal ganz kurz all die Teile im Genaueren. Kann ich euch nur empfehlen, wie gesagt, unter dem Link shortreview.de zu finden. Und dann gibt es den Reiter auch an der Seite, wo ihr verschiedene Themengebiete lesen könnt und darunter ist auch auf mich Buch zu finden. Ja, ich glaube, das ist für mich ein Upgrade gewesen. Ich habe es bereits gehabt. Gekauft habe ich auch nur Handbuch und Außenbox. Die Box war wirklich toll gewesen. Oder ist toll. Richtig sehr gut im Zustand. Kam leider auch nicht perfekt mehr an. Es ist ein bisschen, hat einen kleinen Schaden genommen. Ich zeige euch das in Form meiner. Das ist meine alte Hülle. Ihr könnt sehen, ich habe sie jetzt nur in, die Plastikhülle, wo eigentlich das Spiel war, gebannt. Ihr seht hier unten großer Abriss. Sie ist sehr zerknickt gewesen. Aber was schade war, das Spiel kam in einem Luftpolsterumschlag. Ich mag es sehr. Ja, das Problem war, ich habe Paketversand bezahlt und er hat mir das in eine Büwa-Sendung Luftpolster gepackt und dachte, es ist natürlich fester. Und
Die Post hat es geknickt. Hier habe ich wieder ausgeknickt, aber hier könnte man vielleicht noch mal leicht sehen, das war eingeknickt und das war natürlich dann dauerhaft und hier hat die Hülle dann leider ein bisschen Schaden genommen. Ist zum Glück noch an der Seite, in der Lasche, die ist auch ein bisschen eingedrückt und dadurch auch ein bisschen eingerissen hier an der Oberseite. Das ist eben halt, weil es so ein bisschen gebrochen ist, es kommt gerade das bisschen raus, ist sehr ärgerlich. Ja, was soll ich sagen, habe mich sehr enttäuscht. Das Spiel ist immer noch besser eben halt als mein altes. Das wird mich verlassen, das werde ich irgendwie in meine Tauschkiste packen. Aber da ist auch nicht das Spiel drin, es ist nur Handbuch und Hülle zum Komplettieren vielleicht gar nicht so schlecht. Für mich war es wichtig, ein wunderbares Upgrade zu haben in meiner Sammlung, denn ich liebe Baphomets Buch sehr, um es zu sagen. Aber so ist es. Ja, weiter geht's mit Baphomets Fluch. Da habe ich noch eine Kleinigkeit erreicht. Das Lösungsbuch. Ich sammle alles von Baphomets Fluch. Ich bin, ich glaube, fast komplett mit allem, was in Deutschland herausgekommen ist. Jede Version. Mir fehlen sicherlich noch ein, zwei Lösungsbücher, muss ich zugeben. Da gibt es auch mal so kleine Verlage, die man nie auf dem Schirm hat, weil man sie auch nicht immer findet. Also da kann sein, dass mir noch ein bisschen was fehlt, aber vom Groben habe ich alles jetzt zusammen. Es kann sein, dass mir da noch die Videothekenfassung vom zweiten Teil fehlt. Ich weiß nicht, ob eine gibt. Ich weiß, es gab eine in England. Ich habe die nur vom ersten Teil. Aber das möchte ich irgendwann in einem eigenen Video nochmal zeigen. Da werde ich komplett meine Sammlung von Baphomets Fluch von Teil 1 zum Beispiel präsentieren. Doch das ist, wie gesagt, ein anderes Video. So, weiter geht es. Und zwar auch von einem meiner Lieblingsgebiete. Und zwar habe ich hier, das war schon im Flohmarktfoto zu sehen, ein Buch von Timo Struppi. 100.000 Höllenhunde, Haddocks 1x1 des Fluchens. Ein Lexikon, in dem all seine Flüche erklärt werden. Was bedeutet, er flucht ja so gerne. Karnevalspiraten, Kartoffelkäfer, Kaulquappen, Karnevalsfigur, Gurkennase, Gangster, Gauner, all das sind seine Flüche. 100.000 Höllenhunde und Haare und Granaten ist ja das bekannteste von ihm. Sehr schönes Buch, auch bebildert, wunderbar. Ja, ich habe es für 1 Euro auf dem Flohmarkt bekommen, das konnte ich nicht liegen lassen. So. Timo Struppi habe ich sogar noch mehr. Lege ich mal da hinten hin. Ich war auf der CMC, das ist eine Manga Games Convention. CMC ist eine Manga Comic und Manga Convention. Also Comic Manga Convention, CMC. Die ist hier in Hamburg, hat sie stattgefunden. Da habe ich auch verkauft und ich habe da ein bisschen was von Timo Struppi auch erworben. Und zwar einmal den Kalender von 2022. Das sind Artworks aus verschiedenen Geschichten. Etwas ältere, klassische, deswegen auch schwarz-weiß. Zum größten Teil ist jetzt hier abgebildet die Zigarre des Pharaos. Ein sehr schöner Katalog. Kalender. Der Kalender von 2021 habe ich geschenkt bekommen. Das Jahr ist ja schon im Laufen. Als ich den gekauft habe, habe ich den dazu bekommen. Das ist auch jetzt der französische Kalender. Das ist hier der deutsche Kalender. Direkt vom eigenen Verlag. Edition Molinard. Das ist der eigene Verlag von Thomas Struppi. Hier mit schönen Motiven. Auch wunderbar. Und eine Farbausgabe von Tim in Amerika. Das ist eine kolorierte Version des Schwarz-Weiß-Comics. Die Albumversion, die reguläre, war nochmal neu bearbeitet worden. Also das ist wirklich noch ein ganz anderer Stil. Der sieht natürlich jetzt sehr klassisch aus, wie man das jetzt kennt. Und es ist einfach so, Hergé hat das Album sozusagen zweimal gezeichnet. Das ist auch wesentlich länger, es hat mehr Seiten, weit über 100 Seiten, während das Album dann später auf 46 reduziert wurde oder 48. Das hat mich erreicht. Und bei Timo Struppi geht es auch noch einmal weiter.
Etwas, was ich durch Zufall ist, kam auch gestern an, erst mit der Post, als ich, also einen Tag vor dem Videodreh. Und zwar Tim und die Falle des Totem Dor. Ein Brettspiel. Ich wusste gar nicht, dass es das existiert. Ich habe eins von Ravensburger, das heißt Timo Struppi. Und durch Zufall wurde mir das, ja, ich habe eigentlich Timo Struppi mal bei Kleinanzeigen gegoogelt, einfach nur mal aus Neugierde, mache ich das ganz gerne mal. Ja, und dann habe ich dieses Brettspiel gesehen, habe es aber über eBay gekauft, weil bei, das war in einem Selbstabholer-Lot in Süddeutschland, da komme ich überhaupt nicht hin. Und da waren auch viele Sachen dabei, die mich nicht so interessierten, wie aufgeklebte Puzzle. Das waren Riesenmotive, ich wüsste gar nicht, wohin damit. Und dann lohnt sich das Ganze ja auch gar nicht. Hinten kann man sehen, das Brettspiel, auch echt klasse, hätte ich nie gedacht. Und dass es das gibt, weil es fällt auch so nicht auf. Es steht ja nur Tim und die Falle des Toten Dor. Wie kommt man dann darauf, dass es Timo Struppi ist? Das wäre so ja gar nicht aufgefallen, wenn man das Cover nicht sieht. Also so gegoogelt hätte ich es nicht. Aber ein großartiges Spiel. Und ich sehe, der Tisch ist voll. Und ich habe ja hier jetzt nochmal, ja, Transformers kommt noch. Und deswegen werde ich jetzt einen kurzen Break machen. Tisch ist wieder leer. Es geht weiter und gleich zum Lieblingsthema von mir, Transformers. Fangen wir mit ein paar schönen Sachen an. Ich habe ein paar Filme gekauft von Transformers. Ich habe beschlossen, alle möglichen Fassungen in Deutsch von Transformers zu kaufen, auch wenn sie qualitativ nicht dolle sind. Ich habe mir gekauft Transformers, The Movie von 86. Synchro ist nicht berauschend. Und das Einzige ist eben halt, keiner würde wissen, dass es drauf ist. Es sieht aus, als ob der Pilotfilm ist. Und hier sind Bilder aus der Serienepisode zu sehen. Oder aus verschiedenen. Hier aus der Wiedergeburt ein Bild. Hier ein Bild aus der Goldenen Lagune. Und das Bild ist irgendwo aus der ersten Staffel. Auch der Text gibt nicht gerade sehr viel her. Booklet gibt es nichts, nur wirklich eine DVD. Ist auch vom gleichen Verlag, TV Loonland AG, genauso wie die. Und hier sind wir sehen, das ist derselbe Film. Es ist nur jetzt, weil es in dem Moment gerade aktuell war, Transformers Armada, hat man Prime Armada und den Kinofilm-Schriftzug, der ja auch gerade draußen war, aufgepackt. Hier seht ihr auch nochmal ein paar Motive aus. Ja, im Endeffekt ein Comic Artwork ist drauf. Das klassische G1-Artwork und ein Bild von Transformers Armada. Und das sieht sogar aus, als ob das aus dem Computerspiel ist von Transformers Armada. Als ob man sich die Bilder wirklich aus dem Internet gesucht hat. Ich muss ganz ehrlich sagen. Es ist noch sealed. Für mich bleibt es auch so. Es ist nur ein reines Sammlerstück. Transformers The Movie. Die Synchronisation ist eh nicht dolle. Ich gucke eh nur auf Englisch. Transformers, damit bin ich aufgewachsen mit Englisch. Und ja, die Deutschen sind einfach durchschnitt. Könnt ihr vergessen eigentlich. Vielleicht mache ich bestimmt noch mal irgendwann Videos zu den einzelnen Filmen. Da nehme das ein bisschen auseinander. Aber für die Sammlung war mir das wichtig. Der gleiche Verlag, nee, das ist jetzt Flex Media Entertainment, hat Transformers Episoden rausgebracht. Ich habe euch schon mal, also das ist ein schöner Schuber. Oh, gut zu sehen. Hinten, da sind drei DVDs drin. Zwei habe ich bereits bekommen. Der Schuber, ja, der war günstig. Mir fehlt eben halt noch diese DVD. Da sind drei Filme drauf. Heus geht zum Film, Der Sog des Schwarzen Loches und Albtraumplanet. Die anderen beiden habe ich euch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Die hatte ich auch sehr, sehr günstig. Kurz zur Seite. Die Motive sehen kann. Gezeigt. Ich habe die jetzt komplett im Schuber. Das heißt, zwei DVDs habe ich zum Abgeben auch. Auch zur Komplettierung. Es sind auch nur ausgewählte Folgen aus ja, der gesamten Serie. Und ja, es ist rein für die Sammlung. Wird auch nochmal in einem Einzelvideo irgendwann auseinandergenommen. Besprochen. Vom gleichen Verlag ist
ob auch diese DVD erschienen mit Transformers. Ihr seht, die gleichen Artworks von Jazz und von Grimlock sind drauf. Und hinten findet ihr auch Prime und Megatron. Ja, hier ist eigentlich auch nur, es ist eine Verwurstung der Einzelpersonen. Hier ist zweimal The Return of Optimus Prime, das ist eine Doppelfolge. The Rebirth, die Wiedergeburt, alle drei Folgen. Und wer ist der schnellste Autobot? Ja, und es gibt übrigens da noch eine Version, da ist noch eine Folge drauf aus der dritten Season, wo Prime ja ganz kurz auftaucht. Es ist ja nicht großartig viel zu sehen in der dritten Staffel, da er ja im Film gestorben ist. Und er hat da eigentlich nur drei Auftritte. Und das Finale war eben The Return of Optimus Prime, wo er eben halt wiederkam. Und dann in der Serie kam er, abgesehen von Rückblicken oder auch wenn Rodimus Prime in die Matrix gegangen ist, war er ja nicht zu sehen. Auf jeden Fall, das musste ich auch in meine Sammlung aufnehmen. Es gehört mir eigentlich einfach dazu. Wird auch nochmal irgendwann im Rahmen besprochen. Wie ich das nun genau auseinandernehme, weiß ich auch noch nicht. Das wird aber kommen. So, dann geht es weiter mit Comics. Ich habe ein paar Comics gekauft zur Sammlerkomplettierung. Ich fange einfach mal mit denen an. Hier seht ihr den ganzen Stapel. Und zwar Action Force. Mir fehlten von den 6 Comics noch 2 Stück. Nummer 3, ich habe sie jetzt in eine Glasichthülle gepackt. Schönes Cover. Hinten ist Mass-Werbung drauf und jemand hat sich verewigt mit einem Thomas-Aufkleber. Stempel, nicht so schön, aber was soll's. Dann Action Force Nummer 5. Hier haben die Transformer einen Gastauftritt. Es sind UK Comics, also die Comics sind für von Marvel UK gezeichnet worden. Ja, sind sehr unterhaltsam. Ist ein Crossover. Hinten auch nochmal Mask. Das ist auch ein sehr guter Zustand. Und somit habe ich die Action Force Comic Sammlung komplett. 6 Comics. Ja, das war's. So, das kommt gleich noch. Und greif mal so raus. Ich habe Mass Comics ersteigert oder gekauft bei Kleinanzeigen. Einmal Nummer 8. Auch sehr, sehr schönes Cover. Hinten gab es ein Gewinnspiel. Leider ist es nicht aktuell. Ich würde gerne mitmachen, nochmal die Figuren in Boxen zu bekommen. Besonders hier ein Condor, den würde ich gerne nochmal haben. Piranha habe ich ja gekriegt, fehlt mir zwar immer noch die Figur, aber das ist so einer meiner Favorites, Condor hier. Der. Und da komme ich auch noch später nochmal zurück drauf. Nummer 8. Dann habe ich hier Nummer 14. Hier gab es ein weiteres Gewinnspiel, ich konnte weitere Mass-Figuren gewinnen. Auch sehr, sehr klasse. Wenn ihr wollt, mache ich auch nochmal von den Mass Comics einzelne Let's Views. Schreibt es in die Kommentare, dann überlege ich mir das. Nummer, was war das jetzt? 15 von Mask. Ich habe die immer nur sporadisch. Hier ist nochmal ein anderes Comic von Mask zu sehen. Das ist die Nummer 16. Also das ist das, was euch als nächstes erwartet. Die habe ich leider nicht. Ich habe, glaube ich, nur 5 oder 6 Mal Mask Comics. Hier ist Nummer 18. Auch ein schönes Cover. Bisschen Werbung von Horrorgeschichten. Das ist alles im Condor Verlag erschienen. Sind auch eigentlich gar nicht so schlecht gezeichnet. Also macht echt Spaß. Und es klingelt an der Haustür. Ich muss kurz unterbrechen. Ja, wenn der Postmann klingelt, ein Unboxing werden wir dann also auch noch haben. So läuft das dann. Jo. Aber ich war bei Comics, ich habe ein paar Mask-Comics eben halt gekauft, freue mich drüber. Mask werde ich nie so sammeln wie Transformers, aber so ein paar Kindheitserinnerungen und auch gerade die Comics, die begeistern mich sehr. Zu Kindheitserinnerungen komme ich auch gleich, aber erstmal geht es weiter mit einem Comic noch. Transformers Nummer 11. Ich nähere mich dem Ende der deutschen Comics, die ich sammle. Und hier hinten, wunderbar, Micromaster-Werbung. Mir fehlt jetzt nur noch Comic Nummer 22 und ein Taschenbuch und dann habe ich meine Transformers oder meine deutsche Transformers Comic Sammlung fertig.
habe ich alle Transformers Comics. Ich bin auch der Meinung, dass ich die, also ich habe jetzt nicht Transformers Cybertron, was hier, oder Cyberverse, was jetzt gerade ja, im TV läuft oder so von diesen, oder Transformers Prime, da gab es auch sicherlich Comics. Also ich meine jetzt vom Klassischen, ich glaube, ich habe irgendwann noch mal ein oder zwei Magazine mit Comics zu Transformers Energon Armada. Da gab es auch welche, die im Dreamwave Verlag, glaube ich, erschienen sind damals, oder IDW, heißt es ja im Englischen, IDW Verlag, oh mein Gott, das Deutsch, da habe ich auch was. Aber von den klassischen Transformers Comics ist das, ja, mein vorletzter in diesem Format, noch das Taschenbuch und ja, die 22. Herrlich. Ja, die Metro Squad, die hier hinten drauf ist, die fehlt mir auch noch. Sehe ich gerade. Astro Squad habe ich. Cannon Transporter, da habe ich die Fahrzeuge und auch den Missile Launcher. Könnt ihr ja nochmal sehen. Die habe ich fast alle. Das Fahrzeug habe ich noch, das habe ich nicht mehr. Das habe ich weggegeben. Ich bin auch kein Freund gewesen von diesem riesen Tankzug. Das Fahrzeug habe ich. Die Battle Squad habe ich auch. Wie gesagt, Astro Squad, Metro Squad, die fehlt mir mit dem Luftkissenboot. Construction Squad müsste ich auch haben. Ja, muss ich nochmal genau gucken. Manchmal ist man ja im Kopf, verwechselt man Dinge. Transformers so vielseitig, und das ist doch wirklich Transformers G1, das brauche ich also. Deswegen kommt es hier hin. Und ja, gehe ich weiter erstmal mit dem Magazin Nostalgie, bevor wir Pakete haben und Transformers Figuren und Toys. Ich habe mir eine Pop Rocky gekauft. Ein Sondermagazin. Ihr seht es, hier ist es drin. Ich nehme es auch hier mal raus. Vorsichtig. Die Pop Rocky. Das ist so ein Special, so ein 80s Special, Best of 80s. Und ihr könnt schon sehen, es sind Poster da drin. Es sind ein paar Artikel über 80s, hier Videospiele. Das hat jetzt 97 gekostet, wirkt ein bisschen viel, klar, aber es ist halt ein Sonderheft und dafür macht man das einmal. Es berichtet ein bisschen über die Zeit, wer war, hier ist so ein Wettbewerb, Michael Schalke, 1, 2 oder 3, Mann, das waren Zeiten, über die Musik, dann die Filme im Kino, Indiana Jones und so weiter und James Bond. Einfach nur großartig. Das Magazin hat mich eben gereizt und besonders eben durch die Plakate. Das ist das Geile. Es sind da echt geile Plakate bei. Ich will sie mir euch vorsichtig, es ist sehr dünn das Papier. Ich hänge sie mir auch nicht wie als Kind mehr an die Wand, aber da haben wir ein schönes. Können wir sehen. Falco-Plakat, aber die Rückseite ist noch geiler. Ich hoffe, das geht so, es scheint nicht so sehr durch. Eine Prinzessin Leia von Imperium schlägt zurück. Das ist doch cool. Ja, das war kein Wunder. Prinzessin Leia gehört auch zu meiner Kindheit, zu meinen, ja, also es war ein Schwarm von mir, kann man so ehrlich sagen. So, weiter geht's. Ich mache einfach die Zeigenplakate, weil die sind teilweise sowas von toll. Ja. Toni Schumacher, der Torwart vom 1. FC Köln, er war auch Nationaltorhüter, war einfach kultig. Eigentlich die kultigste Szene, die bei mir in Erinnerung geblieben ist, wie er einfach nicht gebraucht wurde, weil das Spiel einfach nicht zu seinem Tor kam und er Klimmzüge an der Latte vom Tor machte. Ja, hier Queen, auch ein absolut cooles Plakat, auch eine coole Band. Ja, und hier geht es weiter mit einer weiteren Legende. Auch zwei coole Plakate. Bud Spencer, eine schöne Zeichnung. Er ist auch einfach. Die Filme werden immer auf Kabel 1 noch gezeigt. Auch so viel Kindheit. Ein paar habe ich sogar im Kino gesehen. Und ist das nicht geil? Zurück in die Zukunft 2. Oder 1 auf 4. Na, es müssen 2 sein. Doch zwei, er ist futuristisch, seine futuristische Jacke an. Absolut klasse Plakat. Oder Poster, Mensch, das kann man sich an die Wand hängen, das ist einfach nur toll.
ist aber leider sehr empfindlich. Also wie gesagt, das Magazin kann ich euch empfehlen. Es gibt ja noch weitere Poster. Ich versuche mal zu zeigen. Das mache ich als letztes zeigen. So, was haben wir hier? Madonna. Und Aha. Ja, Aha. Großartig. Alles, ja, Musikgruppen oder sind ja Musiker der 90er. Und hier auch ein wahnsinnig tolles Plakat. Ihr seht schon eine Ikone, das ist natürlich im Großformat, Samantha Fox. Ja, 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 da, sie ist Seite 3 aus der England, hat eine Musikkarriere gehabt und sie ist bekannt. Und natürlich ein wunderbares Indiana Jones Temple of Doom Poster, einfach klasse, kultige Pose. Einfach großartig. So, vorsichtig wieder zusammen. Sie sind so wahnsinnig dünn und empfindlich. Ich finde es sehr schön, das ist im Heft extra nicht geheftet worden. Das ist, steht da auch ohne Heftung. So kann man sich an die Wand hängen. Also hier stand echt ohne Heftlöcher. Früher waren die immer mit eingeheftet, da musste man sie lösen, hatte man so kleine Löcher in den Poster. Das ist nicht der Fall. So, ein Plakat habe ich noch. Da ist was Altes und was Neues. Meinerseits ist hier Aber warum ich es mir gekauft habe, als Hörspielfan, ein Jan Tenner Poster. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen moderner, aber gezahlt von, ich weiß gar nicht, ob es ein altes, klassisches Bild ist von früher, aber ich bin großer Fan der Hörspielreihe, auch von den neuen Abenteuern sozusagen, die es gerade gibt, die Fortführung mit den klassischen Sprechern und die klassische Serie. Damit bin ich aufgewachsen. Tolle Science-Fiction, Fantasy und ein Plakat davon habe ich nie gehabt. Jetzt habe ich eins. Also da bin ich wahnsinnig zufrieden. Und ich packe es auch wieder. Ich habe extra die Hülle oben aufgeschnitten, damit das sozusagen ein wenig geschützter ist. Also die Pop Rocky kann ich auch nur empfehlen. Ist am Kiosk zu finden. Ja. Und hat sich gelohnt. So, und jetzt gehen wir auch weiter gleich mit Transformers. Ich habe mir diesmal nur eine neue Figur gekauft. Eine wirklich neue Figur. So, das habe ich, die Figur habe ich schon länger. Habe ich hier sogar eingerissen leider. Sehe ich gerade. Und zwar muss ich haben Soundwave. Aus der Netflix-Reihe, das war nur was Mist-Toys zu bekommen. Hier das Artwork aus der Trilogie, das ist eine Kombination aus den Bildern. Hier auch ein schönes Soundwave-Artwork. Leider, ich bin von diesem weißen Artwork nicht ganz so begeistert. Ihr könnt sehen, er verwandelt sich wieder als Tape-Deck. Und anders als die Siege-Version, der sich in ein Raumschiff verwandelte, wirklich großartig mit den beiden Tapes, Ravage und Laserbeak. Absolut genial. Hier habe ich, es gab in der Siege-Line, ich bin gerade angerissen, ja, ich weiß, das war beschädigt, deswegen habe ich es auch rabattiert damals aufgekauft, es gab es nur noch einmal. Hier sind auch nochmal die Tapes, das sind fast die gleichen, die sind aber leicht überarbeitet. Ihr könnt das hinten sehen. Ich versuche es einfach mal. Laserbeak hat ja ein so ein großes gelbes Visier, während der hier mehr wie so ein Adler aussieht. Ich habe versucht, hier mit der Spitze zu zeigen. Und auch Ravage ist ein bisschen anders koloriert. Und für mich ist das eine geile Ergänzung, denn dieser hier, Laserbeak, wirkt so wie der aus dem Cartoon in der allerersten Episode, wo sie noch auf Cybertron waren. Bevor er eigentlich eine Kassette oder ein Vogel wurde sozusagen, ein Adler. Das ist so ein bisschen futuristisch. Finde ich, das ist eine ganz geile Ergänzung des Ganzen noch hier mit dem schönen Artwork oben. Einfach nur klasse. Und deswegen musste das sein. Hier löste ich das. Das liegt aber daran, dass das hier reingesteckt ist und nicht so festgeklebt. Ja, aber ein sehr, sehr schöner Transformer. War gar nicht so einfach, gab es nur eben bei Smith Toys. Ich musste
jetzt müsste das bei mir nicht gerade um die Ecke. Ich habe ihn mir vorbestellt, Click und Collect, habe ihn dann da abgeholt. Zum Glück war noch ein zweiter da, sodass ich gucken konnte, wenn die das aufsammeln, das wird wirklich aus dem Lager dann gegriffen oder aus den Regalen von den Mitarbeitern, ob der noch in gutem Zustand ist. Aber er war in wirklich sehr gutem Zustand. Und ja, ich bin völlig begeistert. Das ist so meins. Soundwave ist einfach eine G1-Figur oder ein Charakter, der bei mir so hängen geblieben ist und ich einfach super gern habe. Ich liebe auch dieses Gimmick mit den Tapes. Das ist einfach nicht zu kopieren. Also sie haben es ja versucht mit runden Disc und so weiter bei der Fall of Cybertron, weil jetzt zu den Computerspielen sieht zwar nicht schlecht aus, aber ich meins. Ich brauchte diese Tapes. Es gibt noch ein zweites Tape-Set mit Rumble und Red Bat. Das fehlt mir noch, muss ich mir noch mal zulegen. Ich möchte es aber auch so hier ziert haben, ich will es nicht lose haben. So für das Lose würde ich es wahrscheinlich eher finden. Ja. Aber genug geplänkelt, ihr wollt weiter Toys sehen. Also ich habe auch mehr, ich rede einfach zu viel. Ich habe einen kleinen Fehlkauf gemacht. Ich wusste nicht vom Bild her, die Größe einzuschätzen, konnte man nicht. Und es sah aus wie eine Transformers Heroes of Cybertron Figur von Prawl. Ist aber eine Cyberverse Figur. Ja, er sieht natürlich sehr G1-artig aus. Cyberverse ist, oder Bumblebee's Adventures, wie auch immer das jetzt gerade heißt. Ich gucke das auch gar nicht so regelmäßig. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele klassische Figuren dabei, im klassischen Design. Ja, Prawl sah nicht schlecht aus, sah ein bisschen aus wie eben halt die Heroes of Cybertron Figuren. Das ist jetzt eine von McDonald's, wenn ich das richtig sehe, von 2019. Ja, war jetzt ein kleiner Fehlkauf. Und sieht nicht schlecht aus, aber wird mich wieder verlassen. Das ist nicht meine Figur. Ich bräuchte G1. Aber bevor ich zu G1 komme, da gab es auch einige Kleinigkeiten, kleine Deals. Ich habe bei Kleinanzeigen eigentlich wollte, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau aus dem Lot wollte. Doch. Ich habe zwei Figuren gekauft aus einem Lot. Jetzt überlege ich gerade, welche das war. Okay, das müssen die gewesen sein. Ich habe hier mehrere. Und zwar habe ich mir gekauft, der war lose, einen Nosecone von den von Computerun, von den Technobots. Ich habe ihn schon, aber ich habe ja auch schon mal erwähnt, ich möchte einige Figuren doppelt haben, da ich sie mir eben halt hier als Verrumpenfahrzeug hinstellen möchte und einige als Figuren, vielleicht auch als Combiner später mal mit Scattershot. Der war in einem Bundle mit drin, genauso wie, und jetzt kommt eine richtig geile Figur, die hatte ich, ja, habe ich sie, ich habe sie in einem Set, ist aber leider verstaut, aber sie musste ich haben. Swindle von den Combaticons, richtig cool, auch vollständig. Ich dachte erst, die eine kleine Waffe fehlt, aber das Coole ist eigentlich, seine Waffe kann man hier an diese Kanone, die hinten auf dem Jeep dann drauf gesteckt wird, anstecken. Und somit hat man eigentlich sie dann kombiniert. Auch nicht schlecht. Sieht richtig geil aus. So. Die beiden Figuren habe ich günstig erworben, als Set. Und ich kam mit dem Verkäufer ins Gespräch und er sagt, Mensch, ich habe noch so viel Kleinkram, ich habe es aber noch nicht reingestellt. Und dann habe ich gesagt, Mensch, zeig mir doch ein Foto, was hast du denn noch? Ja, gut. Da war ein bisschen Starcom dabei, ein bisschen Mess dabei. Und ich dachte, ja, warum nicht? Warum nicht? Ein paar Teile habe ich mir ausgesucht. Ich dachte, ich nehme das Mess-Zeug und die Transformer. Von Starcom habe ich auch ein Fahrzeug genommen. Das kann ich euch gleich als allererstes zeigen. Kleinen, ich glaube Starwolf heißt der. Ich habe den Starmax Bomber hier sogar auch mit Figur. Fehlt das Visier, das fehlt leider häufig. Ich weiß nicht, ob die auch eine Waffe dabei hätten, wenn sie in diesem Fahrzeug sind. Hier fehlen leider so kleine Flügel, dadurch kann man das nicht mehr zusammenklappen. Es konnte sich ja zusammensetzen, sozusagen zusammengeklappt werden. War da eingehakt, hier ist auch eingerastet unten noch Stützen und hier ist ein Magnet eben drauf, wo man dieses Teil hinten ins Heck des Starmax-Bombers packen konnte. Richtig tolles Spielkonzept, einfach klasse, aber ja,
Er heißt nicht ganz vollständig, aber sieht trotzdem sehr gut aus. Hinten ist auch leider was rausgebrochen, wie auch immer man das angestellt hat. Und das ist für mich jetzt erstmal, ich habe es nicht gesehen, aber es war echt günstig, der ganze Lot war günstig. Ich nenne auch gar keine Preise drüber. Es war dadurch, dass es eben halt vielschichtig war und ich habe da auch ein paar echte Schnapper mit bei gemacht. Ja, und ich wollte ihn noch haben für meine kleine Starcom-Sammlung. So viel fehlt mir da nicht. Oder ich sammle da nicht alles. So ausgewählte Sachen, wenn ich es mal finde auf Flohmärkten, ist klar, dann nehme ich es mit. Ja, auf jeden Fall, das war von Starcom. Von Mask, da war dabei eine Figur oder ein Fahrzeug, was ich gar nicht hatte. Nicht ganz vollständig, aber Wildcat. Echt klasse. Für euch verbandel ich das jetzt auch mal rein. So. Echt toll. Hinten fehlt so der Abschleppparken und Kran. Ist nichts abgebrochen, also ist nur rausgehakt. Hinten der Aufkleber vom Mask ein bisschen locker, aber sieht echt toll aus. Ich habe ihn nie gehabt, jetzt habe ich ihn. Jetzt darf ich ihn mir auch mal bewundern. Und ja, ich freue mich drüber. Es war natürlich nicht alles vom Mask. No, ich habe hier was liegen. Ich greife das ein bisschen raus. Es war noch dabei. Na, das kommt gleich. Ja, ich habe das alles zusammengepackt. Wo haben wir? Es war von einem, ja, es gibt glaube ich eine kleine Barke, also ein kleines Wächterhäuschen mit einer Barke, nur die Barke. Daher, das war ein Einzelteil auch. Sein Pilot, Hondo, ich glaube Hondo hieß er, war es dabei. Nee, den Namen, ich bin jetzt nicht so drauf mit den Namen, müsste ich jetzt nachgucken. Spontan. Die Figur war dabei. Maske fehlt von ihm, leider. Aber dann findet man eben halt die Figuren. Masken sind schon schwerer zu finden. Oftmals gehen die verloren. Mittlerweile zerbrechen sie, weil das Plastik einfach porös wird. So, und dabei waren auch die Disc. Ich greife sie jetzt mal alle raus. Ich packe das alles hier wunderbar hin. Und zwar habe ich 7 Discs. Die werden hier vorne reingetan, können dann abgeschossen werden. Interessanterweise gehören nur 6 dazu. Ich habe 7. 7 Discs. Verrückt. Es war noch eine zweite Messfigur dabei. Die war sogar vollständig. Eine Condor. Ich habe schon einen, das ist jetzt mein zweiter. Hier vorne seht ihr leider gebrochen. Das aber als Motorrad ist der bestens mit Maske, die ist hart, ich setze sie auch nicht mehr auf. Ich habe einfach Angst, dass ich den Kopf abreiße oder dass ich die Maske zerstöre, wenn ich das immer auf und ab mache, deswegen tue ich das nicht mehr. Aber ein wunderbar, sonst auch sehr sauber, bis wenn nicht diese Kleinigkeit ist, das ist ein Top-Condor, bin völlig begeistert gewesen. Wie gesagt, der hatte durcheinander Lot. Das sind auch ein paar Sachen, ihr seht auch gleich, einfach Einzelteile. Man weiß ja nie, was man findet. Manchmal ist es gar nicht so schlecht, Sachen mitzunehmen. Wie auch dieses hier, ein Pretender-Fahrzeug. Hier fehlt vorne so der Rambock. Kanone ist da, ist auch kein Fahrzeug drin, ist leer. Aber es sieht einfach geil aus. Ich hatte ihn noch nicht und dann hat er mir dazu im Bundle alles gegeben. Echt tolles Fahrzeug. Wie gesagt, vorne so ein Rambock, der fehlt. Findet sich vielleicht noch mal einzeln. Vielleicht hat ihn irgendjemand, kann er mich gerne kontaktieren. Ja, das war auf jeden Fall. Und dann gehen wir auch gleich weiter mit Transformers. Und ich habe es hier drin. Ich lasse immer noch mal mein Gefäß mit. Mit da drin ist einmal ein vollständiger Flagstaff mit seiner Basis, ein Micromaster. Wunderbar. Ich habe den auch schon, vielleicht verlässt er mich im Tausch mit irgendwas. Ich versuche auch hier mal Transformers wieder zu tauschen von dem, was mir fehlt. Es gibt immer noch eine Menge. Dann im Kauf waren auch dabei 2 Ersatzteile von Superion. Einmal der Helm und der Brustpanzer, der auch zu Silverbolt gehört. Ersatzteile, sowas in der Art, nehme ich immer gerne mit. Genauso wie dabei war ein Kopf von Optimus Prime. Makaber. Vielleicht doch zu gebrauchen. Dann war dabei ein, ich zeige euch das, ein Brawl. Von den Combaticons kaputt.
Ich habe ihn schon geklebt, vorsichtig. Die Stange, die Beine rausgenommen, die Stange habe ich hier auch noch. Das ist nur reingesteckt. Der Turm war abgebrochen. Deswegen habe ich auch die jetzt damit. Der Turm war abgebrochen, den habe ich vorsichtig wieder rangeklebt gekriegt mit Superkleber. Ich möchte ihn auch gar nicht so verwandeln, der wird für mich als Panzer stehen bleiben. Auch die Beine, da war ein Teil abgebrochen, es war noch da. Ihr könnt vielleicht sehen, ich habe das hier geflickt. Ich weiß gar nicht, ob das so schön fokussiert. Aber es ging wunderbar. Die Beine sind, ich habe sie gereinigt. Ich werde die dann wieder ranbauen, vorsichtig. Und dann bleibt das als Panzermodell. Cool dabei ist, ich habe seine Kanone noch. Die wurde dann hinten auf die Beine gesteckt. Ich kann mal noch was zu machen. Sekunde. Interessanterweise haftet das nur an einem Bein, weil ein Nüpsel kürzer ist, warum auch immer. So, und dann, die Stange ist jetzt nicht da, ich kann ihn ja fast zusammenbauen. Und dann würde ich ihn sozusagen so mir hinstellen. Einfach nicht schlecht, aber ich muss es wie gesagt noch bauen. Ersatzteile zu haben, aber auch gerade so eine Kanone ist nicht schlecht, wenn man doch nochmal einen besseren findet, der fehlt und keine Ahnung. So ist es eben halt. So, in diesem Loch zwei weitere Figuren. Eine Figur, die absolut geil ist. Ein kompletter und Heiler, nein nicht komplett, Insecticon, ein Bombshell. Absolut genial, absolut G1 aus den 80ern. Lose habe ich die noch gar nicht gehabt. Ich habe ihn in einem japanischen Set. Nur absolut großartig. Waffe fehlt. Das ist das Einzige, was ich noch zu komplettieren muss. Nichts als abgebrochen. Ganz normale Abnutzung der Bespielung. Aufkleber sind komplett. Einfach genial. Ein Insektekram. Das ist ein richtig geiles Feeling. So. In diesem Set war auch noch ein Highlight, dass die Ersatzteile liegen immer zur Seite, die werde ich dann auch nicht auf dem Foto, Gemeinschaftsfoto mitpacken. In diesem Set war noch eine Figur, ich habe die erst gar nicht wahrgenommen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, kannst du mir die noch dazu packen? Hat er ohne Probleme gemacht. Ist eine Figur, die etwas moderner ist, ist keine reine G1-Figur, aber an einer G1-Figur angelehnt. Und zwar Astro Train. Hier zeige ich ihn euch. Astro Train aus der Transformers Generations Reihe. Auch von 2005 oder so in den schönen Anime-Look-Farben. Den gab es eigentlich bei uns. Ich blende euch jetzt hier ein Bild ein. Das ist meiner. Ich habe ihn noch sealed. Der, ihr seht, der ist weiß oder beige, kann man ja so sagen. Der hier ist lila. Das ist die japanische Version. Komplett mit Waffe und ein absolutes Sammlerstück. Und ich habe ihn für ein Abel und ein Ei bekommen. Absolut großartig. Als Zug muss ich sagen, sieht er nicht berauschend aus. Aber als Space Shuttle absolut toll. Und eben als, wie ihn habe ich jetzt, als Roboter Astro Train. Einfach nur genial. Eine absolut geniale Figur. So, das ist das. Aber es geht weiter. Ich habe noch weitere Transformer gekauft. Und zwar habe ich einmal ein Mixmaster, das ist einer von den Constructicons aus der G2-Reihe. Da gab es den ja in gelb koloriert, ohne Zubehör. Mir fehlen hier eigentlich die Waffen hauptsächlich. Die Teile für Devastator fehlten hier völlig. Die waren gar nicht dabei. Das war bei uns in Deutschland leider überhaupt nicht so. Sehr, sehr traurig. So, aus der Zeit, ich habe dann auch nochmal, und hier seht ihr einen etwas anderen Brawl. Ja, das ist nochmal Brawl. Und zwar heißt er hier nicht Brawl, denn mit dem kam auch die wunderbare Anleitung. Er heißt Armor High. Wir haben die Combaticons einfach neu rausgebracht, neue Namen verpasst. Ich habe hier die ganze wunderbare Anleitung, die war mit dabei. Hat man selten. Ich habe mich super gefreut darüber. Die Figur ist heil in Top-Zustand.
Die Aufkleber sind diesmal nicht aufgeklebt, das ist schon aufgedruckt. Also dieses Decepticon-Logo ist gedruckt, wunderbar. Ihr seht auch komplett Pistole, das mir bei dem anderen Brawl fehlt. Und Rückkanone, das zeige ich euch gleich nochmal, was mir aufgefallen ist. Wie gesagt, absolut klasse. Das Logo, ich zeige euch das mal jetzt hier am kaputten. Ihr seht, die Einbuchtung, wo das Logo ist, ist nicht mehr da. Dieses Rubbelsymbol ist einfach das Kultige. Ja, und ich mir jetzt auch was aufgefallen, was ich so gar nicht registriert habe. Hier, die konnte ich wie beim Swindle, und das ist ja der G1-Swindle, wo ich beide Waffen, also eine kleine Pistole und die Kanone vom Rücken sozusagen kombiniert habe. Es ist ja ähnlich wie das bei Brawl, wo ich das hier reinstecken konnte. Aber das hier ist die G1-Kanone. Und das ist die aus dieser G2 oder in Robots in Disguise in der Serie ist erschienen. Nicht in G2, also es ist auch noch ein bisschen anders. Aber die ist zwar identisch, aber hier oben seht ihr, hier bei dem einen, und zwar bei dem hier, habe ich einen Nüpsel, wo ich die kleine Waffe einlegen kann. Und auch der Unterschied ist, seht ihr das? Das ist nicht abgebrochen bei der G1. Das ist nur in einer Seite reingesteckt und hier kann man es in beide Seiten stecken. Interessant, ist mir so gar nicht aufgefallen, das war echt Zufall. Absolut klasse. Ich finde das mit dem Reinstecken der Waffe eigentlich gar nicht so schlecht, weil das kombiniert das gut und man kann sie nicht verlieren, wenn man damit spielt. Also ich gehe jetzt vom Spielfaktor aus. Für mich bleibt das jetzt stehen. Absolut klasse. Ja. Und ich habe noch eine Figur, ich habe noch mehr, ich habe ja noch nicht das Unboxing gemacht. Und zwar habe ich einen G2 gekauft. Armor Hide. Komplett mit Waffen. Da glaube ich 10er bezahlt, der ist auch recht selten. Es ist jetzt keine besondere Figur. Es ist auch so ein Aufziehfahrzeug wie die Troublebots. Und es ist. Achso, die Waffen muss ich abnehmen zum Verwandeln. Es wird wirklich nur nach vorne gebogen, umgeknickt. Sieht so aus. Ist wirklich nicht berauschend. Aber es ist eine recht. Es ergab sich so, ist nicht häufig zu finden. Und ich fand es einfach. Ja, ich fand es schön. Ich mochte die Figur auf eine Art. Ist ein toller Humvee. Und dann habe ich mir das einfach gegönnt. Und der ist vollständig, beide Waffen sind dabei. Ja, und wann hat man den mal, ne? Wunderbar. So, das ist der Kram. Jetzt geht's an die Unboxings. Und ich fange noch nicht mit dem Paket an, was ich bekommen habe gerade. Ich habe einen Umschlag. Da hat mich ein Spiel erreicht, auch zu Transformers. Ganz, ganz günstig. So, Umschlag, Müll weg. Und zwar Transformers Kampf um Cybertron. Ich habe euch das andere ja auch schon mal gezeigt. Ich habe noch nicht die PlayStation-Fassung in der eigenen Version gehabt. Ich gucke mir die genauso an, wie es ist, hinten drin mit Handbuch und CD. Ja, wie sieht die CD aus? Ich weiß es ja nicht. Ich habe es ja zugeschickt bekommen gerade. Wahrscheinlich lüncht ihr mich. Es muss noch mal geputzt werden an einer Stelle. Gut, tue ich noch mal. Aber dadurch, dass die Lizenz von Action Vision ausgelaufen ist, aber es ist eine Beschreibung der Steuerung. Wie gesagt, weil die Lizenz ausgelaufen ist, nur die Hülle, doch, super. Weil die Lizenz ausgelaufen ist von Action Vision, sind die nicht mehr erhältlich, auch in den E-Stores nicht, waren sie mal erhältlich. Es gibt auch vom, das ist der erste Teil, vom zweiten Teil ein HD-Upgrade, ein großartiges Game. Drei Stück gibt es, ein Teil auf der Wii. Und eben halt diese beiden, Kampf um Cybertron, Fall of Cybertron oder Untergang von Cybertron, nur zu empfehlen. Absolut geniale Spiele und echtes Transformers-Feeling. So, das war das. Und dann wollen wir doch mal gucken, was das Paket beinhaltet, was ich hier bekommen habe. Gerade. Es macht ja mal Spaß, wenn man Unboxings hat. Dann auch zu zeigen speziell, was das ist. Ich habe so ein paar kleinere runtergesetzt,
unvollständige G1-Sachen gekauft. Riecht ein bisschen nach Zigarette, weiß man ja nie. Zeitungspapier. Aber, ja, da. Schöne Folie. Gehen wir mal hier raus. Prüfer da. Nein, mehr ist hier nicht drin in dem Karton. Und die sind sogar in Tüten. Und ihr seht, das sind Pretender-Charts. Und wir gucken uns die auch mal ganz genau an. Das sind ja sozusagen die ja, Pretender Junior. Das war, glaube ich, irgendwas mit Octolos oder Octas. Das ist Pinscher. Pinscher hat so einen Skorpion-Roboter dabei. Großartig. Hell. Lässt sich abnehmen. Den lasse ich auch ab, weil leider immer mehr Farbabriebe sind. Und ich mache die auch nur noch einmal auf, um mir das anzugucken. Interessante Figur halt. Ich habe den Skorpion. Guck jetzt nach. Hier ist jetzt keiner drin. Extra gucken. Ich habe es nämlich gehabt, dass die sich so fest drin befunden haben, dass die nicht mehr rausgingen. Hier ist ein Nüpse im Bein. Hier ist irgendwas drin gewesen, was abgebrochen ist unten. Könnt ihr vielleicht sehen. Keine Ahnung. Das kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall, sonst sind die Nüpse alle dran. Es kann sein, dass das der Griff irgendwas mit tollen der Waffe oder der Figur war. Denn teilweise konnte man sie da feststecken. Hier ist auch nochmal so ein Nüpse. Ist mir aber auch, ich sag ganz ehrlich, egal, denn bei mir kommt da keine Figur rein. Ich will nur den Shell sammeln. Waffe fehlt mir jetzt hier von ihm wahrscheinlich auch noch. Obwohl ich muss mal gucken, vielleicht habe ich mal im Fundus noch was. Eben halt mit Helm. Wunderbare Figur. Für mich damit eine Komplettierung. Oder eine Komplettierung kann man so sagen. Der Figur. Ich habe sie nicht, genauso von dem hier, ich habe da den Pretender, weder den Pretender noch den Transformer dazu. Ich habe die nie besessen, aber irgendwie reizte mich das dann, weil das habe ich bezahlt. Ich glaube mit fast 20 Euro, sage ich ganz ehrlich, das ist echt, der sieht cool aus. Das ist echt cool, so ein Tiefseetaucher mit Tentakel, eine Mischung aus Tiefseetaucher und Oktopus. Den Helm kann man hier abnehmen. Also Oktopus-Gesicht unter. Helm ist echt stabil, Wahnsinn. Cool. So, dann wollen wir mal vorsichtig aufmachen. Auch hier nichts drin. Schön wär's. Das ist ja auch der Tipp, den man geben kann. Prüft nach, ob da was drin ist. Aus meiner eigenen Sammlung habe ich es gemerkt. Da war damals meine Figur, mein Starscream drin. Hat sich gelöst. Nochmal einen kleinen Break. Dann wird er unterbrochen. Ich habe noch ein letztes Paket. Dann ist es auch mit dem ganzen Pickup-Video fertig. Das ist wahrscheinlich wieder viel zu lang, aber auch egal. Hier kommen jetzt schöne Figuren. Ich habe das nur aufgeschnitten in der Zwischenzeit. Da ist was drin. Prüfen wir das. Da ist was drin. Da ist was drin. Hat alles mit G1 zu tun. So, da ist was drin. Ich muss richtig prüfen. Die Waffen waren nicht dabei. Da ist was drin. Mehr ist nicht drin. Karton weg. Fangen wir mit dem Hintersten an. Transformer. Das ist in der G2-Zeit ein Rescue Force. Der Dune Buggy aus der Rescue Force. Hat keinen Namen, hat nur Dune Buggy. Die Waffen fehlen leider. Verwandelt sich auch ganz simpel. Das war's auch schon. Aber das ist ein
interessant ist, es ist eine Figur aus dem japanischen, hier kann man was eindrücken, die sich in einen Combiner verwandelt. Diese Combiner-Funktionen wurden nie gegeben, weil von den 6 Figuren sind nur 4 erschienen und die waren bei uns ein bisschen umgebaut oder ein bisschen verändert. Schraube ist hier drin leider korrodiert, die Schrauben, also ich muss da aufpassen. Die sind hier leicht da verrostet. Was passiert leider? Hier kann man das was eindrücken. Ich weiß jetzt nicht, welche Funktion das hat. So wie es aussieht, ist es, um den als Arm oder als Bein an den Combiner zu legen. Diese Sache ist natürlich nicht weggenommen worden. Das ist von Hasbro 89, also es ist wirklich die 90er. Waffe fehlt mir da leider noch. Und die Verwandlung ist super simpel, da wird nur hochgeklappt. War auch nicht schlecht, das sieht aus wie ein kaputtes Fenster, was soll so sein einfach. Sieht toll aus, habe ich noch nicht und die sind schon etwas seltener, die 4. Es gab ein Kranfahrzeug, das war im original japanischen Panzer, bei uns ist ein Kranfahrzeug gewesen. Dann gibt es einen Jet und es gibt einen Bohrer, so ein Bohrfahrzeug. Haben leider gar keine Namen, sind einfach so rausgekommen als Rescue Force. Den habe ich miterworben in diesem ganzen Bundle-Set. Die Figuren sind lose, ohne Zubehör, wie ich jetzt das sehe. Also das ist. Und hier kommt die nächste Figur. Ein Constructicon aus der G2-Reihe. Einmal, das müsste Bone Crusher sein. Oh, jetzt mache ich mich lächerlich. Ich bin als Transformers-Sammler und ich werde jetzt in diesem Video wahrscheinlich den Namen ein bisschen verwechseln, ohne dass ich es will. Einfach nur großartig. Ich habe den noch nicht so gehabt. Ich wollte noch doch beide Versionen sammeln, die gelben und die grünen, die Original G1, obwohl da gibt es auch verschiedene Auflagen. Ich habe festgestellt, ich habe sie fast komplett. So, die nächste Figur. Und wir haben die gleiche Figur noch ein zweites Mal. In der grünen Version, also in der G1-Version. Das ist aber auch schon eine spätere Auflage, denn es fehlt das Rubbellogo. Die sind mehrfach aufgelegt worden. Ich kann jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt auch Avant 84, welche Auflage wirklich die Rubbelsymbole haben und welche nicht. Da gibt es sicherlich Webseiten, die müsste ich mal studieren. Ist jetzt ein bisschen ausgeleiert zum Hinstellen, aber ideal. Ist auch heil, abgesehen vom Zubehör. Wie er sich in Devastator verwandeln kann und so weiter. Das fehlt. Wo stellen wir das hin? Da machen wir da oben noch mit. Sowieso viel zu viel. Und darum ging es mir eigentlich. Es sind eigentlich nur noch Constructicons. Da gab es nicht so, man nimmt die Daten mit einfach. Hier haben wir es auch nochmal, den nächsten. Die G2-Version von Scavenger müsste das sein. Scavenger. Ich habe den auch schon in grün. Hier ist er jetzt schön in gelb. Und auch wenn das Zubehör fehlt, die könnten sich trotzdem mit Zubehör in Devastator verwandeln. Die Veränderungen sind nur minimal. Was sich hier zum Beispiel verändert hat, ist einerseits, ich habe jetzt die One-Version nicht dabei, das ist ja G2, dass hier hinten drin ein Abschussmechanismus war, um hier Raketen rauszuschießen. Hier war jetzt nur noch geblieben, dass man es reinstecken kann. Weil hier war so ein Federmechanismus und hier ist ein Knopf. Ihr seht hier auch noch die Öffnung. Das ist entfernt worden, als es in G2 erschienen ist. So, die letzte Figur, das ist auch das letzte des Pickups. Das war wahrscheinlich schon wieder viel zu lang. Ach ja, das ist ein Kipplaster, aber ein Trollbot. In der Goldbox oder Goldcard-Edition. Denn die Goldcard-Edition hatte kein Rubbellogo mehr. Die haben das Autobot-Logo als Aufkleber direkt gehabt. Ich habe da nur die erste Version mit dem Rubbellogo gehabt. Und ich wollte die auch nochmal haben. Es ergab sich so. Verwandelt sich auch ganz simpel. Es ist nur umklappen. Und hier zusammenstecken. Spielfaktor ist trotzdem da gewesen, hat mich nicht gestört, das ist noch keine Waffe. Der hat so einen Aufzieheffekt. Funktioniert er? Ja, funktioniert sogar noch.
dass er eben halt, ja, bisschen sich bewegt. Das war's. Das waren meine Pickups. Hier heute mal wirklich ein bisschen mehr mit 80s Toys und eins angucken, gar nicht so viel, ja, bleib stehen, neuer Stuff. Ansonsten, das war's. Schreibt mir mal, was ihr für euch das Highlight ist. Ich sag ganz ehrlich, meine größte Überraschung war der Astro Train, dass das so eine wertvolle japanische Figur geworden ist mittlerweile. Der Insektekan, der mich echt nostalgisch macht. Und natürlich Soundwave. Das sind so meine drei Highlights aus diesem Lot. Aber ich könnte fast alles hervorheben, weil ich alles mag. Ich danke fürs Zuschauen. Hinterlasst bitte ein Like, wenn euch das gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt mich und mich unterstützt, indem ich oder mir zeigt, dass es, ach Gott, wenn ihr wollt, lasst ein Abo, aber besonders kommentiert, sagt mir, was euch gefällt, was ist euer Highlight, was hattet ihr in der Kindheit, was, ja, sagt mir einfach mal, was ihr denkt, was ist so schön dabei, was ich hier so euch zeige. Ich wünsche euch was, habt einen schönen Tag, das war's für dieses Mal.